an. Die zu finden ging etwas zu schnell. Und warum? Sind sie Meerschweinchen? Gib's doch auf, Scooby-Doo. Ich bin ein Geist aus der Revolution und du bist nur ein Hund. Hallo? Ich bin wohl etwas erfahrener als du. Komm zurück. Wir sind noch nicht fertig. Infernicus? Das heißt Lord Infernicus. Mach's richtig, Assistent. Wir sind gefangen. Oh, eure Zeit läuft ab, Assistenten. Aber ihr könnt natürlich immer aufgeben. Flammenmensch weg. Genauso wie das flippige Phantom. Was machen wir denn jetzt, Scooby-Doo? Das Einzige, was wir machen können, dieses Geheimnis aufklären, bevor es zu spät ist. Wie schrecklich! Meine Nerven halten das nicht mehr aus. Ich Fisch beruhigen. Danke, das habe ich gebraucht. Seht euch das an. Was soll ich dazu sagen? Ich moderne Tintensymbole nicht lesen können. Moderne Tintensymbole findet Höhlenschrat albern. Ich kann lesen. Ich helfe Shaggy manchmal bei den Hausaufgaben. Irgendetwas über ein Schiff, das von den Crystal Cove Docks ablegt. Aber das ist außerhalb der Schule. Wir dürfen hier nicht weg. Wir müssen jetzt Angel und die anderen finden. Du vorgehen, Scooby-Doo. Shaggy! Ganz ruhig, kleines Hündchen. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Tja, schade, hässliche Lady. Ich fühle leider nichts. Es funktioniert nicht. Schnappt ihn! Hä? Was ist hier los? Shaggy, Hilfe! Bringt ihn zur Liebe, meine Puppen! Ladies und Gentlemen, das Ganze ist das mysteriöseste, spukerlichtigste, das jemals in Crystal Cove geschehen ist. Und sehen Sie nur, die Liebe ist wirklich überall. Alles klar, Leute. Wollen wir sehen, wohin uns dieses Geheimnis wirklich führt? Bereit? Bereit. Zu allem bereit. Bereit. Ein schwarzer Tag für Professor Pericles. Sein größter Feind steht bereit. Scooby, Dooby, Doo. Nova, hilf mir bitte. Was soll ich tun? Das Herz des Jaguars ist zerbrochen. Der Speer war nie das Herz des Jaguars. Das Herz des Jaguars ist etwas anderes, Scooby-Doo. Im richtigen Augenblick, wenn du bereit bist, wirst du wissen, was zu tun ist. Jetzt mal ernsthaft. Sag mir doch einfach, was ich machen soll. Du wirst es wissen. Du wirst es erkennen. Du wirst es spüren. Meine Macht geht bis ins Unendliche. Und am Schluss werde ich dich und deine Freunde verschlingen. Und dann bin ich unbesiegbar. Ja. Du wirst es wissen. Du wirst es erkennen. Du wirst es spüren. Wartet, das ist es. Warte, wo willst du hin, Scoop?
Das Herz sind wir. Wir waren schon immer das Herz. Verflingst, Scooby hat recht. Es kann uns gar nicht verschlingen und es konnte uns auch vorhin nicht berühren, richtig? Nicht, wenn wir zusammenhalten. Wir fünf gemeinsam. Mit unserer Freundschaft. Und mit unserer Liebe füreinander. Genau. Das ist das wahre Herz des Jaguars. Und das ist etwas, das uns dieses Monster niemals nehmen kann. Etwas, das es nie besiegen kann. Jetzt und niemals. Seid ihr bereit? Dieser Glutendämon da hat eben fast unsere Freunde zermalmt. Also, das macht mich echt wütend. Komm schon. Hey, du Gurke, lass uns kämpfen. Such dir beim nächsten Mal gefälligst jemanden, der ebenso fett ist wie du. Sehen wir mal nach, wer wirklich hinter diesem Gluten-Dämon steckt. Francie Lee Jackson? Shaggy! Scooby-Doo! Hilf uns da! Ich hatte recht, diese Meerschweinchen sind nur... Meerschweinchen? Scooby, du bist ein Genie. Strand Buggy, fahr vor den Laster. Ich habe einen Plan. Fliegt, Meerschweinchen! Was? Wartet! Denkt mal nach! Das Wesen erhält seine Macht noch immer vom Kristallsarkophag. Das ist so eine Art Portal zwischen den Dimensionen. Wenn wir den Sarkophag zerstören, dann kappen wir seine Lebensader. Ihr müsst sie aufhalten, löscht sie aus! Leute, zusammen als Team. Los! Bring's zu Ende, Scooby-Doo! Das darf nicht sein!
Bist du bereit, unschuldiger, hundeartiger Kamerad? Mhm. Na, dann wollen wir beide jetzt mal diese schöne Stadt retten. Also, um Aphrodite aufzuhalten, muss man beim Gegenmittel auf verschiedene Komponenten achten. Zinn, den man eigentlich nur noch im Mörtel findet, der bei Buntglasfenstern im 18. Jahrhundert verwendet wurde. Ektoplasma, oder besser bekannt als Geisterschleim. Und schließlich Rosenquarz, der in den Minen unterhalb von Crystal Cove abgebaut wurde. Das Gegenmittel ist fertig. Jetzt ist das letzte Reagenzglas voll. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen schnell alles einpacken. Narren, glaubt ihr, ihr könnt mich aufhalten? Ich werde meine Krone schon kriegen. Krone? Ja, Scoop. Sieht aus, als ob du und deine Freunde die Helden des Geheimnisses wären. Na, dann lassen wir sie mal hochleben. Hip, hip, hurra! Hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Scooby, ist alles okay? Leute, er sieht echt nicht gut aus. Was ist denn los? Ich fühle mich nicht so gut. Shaggy? Scoop! Scooby-Doo, beruhige dich. Ich bin doch bei dir. Wir sind alle hier bei dir. Was ist passiert? Du hattest einen Fieberanfall. Du lagst tagelang im Delirium. Tagelang? Was ist mit dem Finale der Geheimnisaufklärer? Oh, das haben wir abgesagt. Du weißt doch, ohne dich gehen wir da nicht hin. Entschuldigt mich mal kurz. Warum? Warum? Ich kann es nicht glauben. Warum? 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 Aber ich war doch dabei. Da war dieser Hai, ein Höhlenmensch und ein Strandbuggy. Hey, sahen die etwa so aus? Dann war das ein Traum. Ich glaube, ich hatte wohl Angst, dass ihr ohne mich geht, weil ihr keinen Assistenten braucht. Aber niemals. Du bist kein Assistent. Du bist ein Mitglied des Teams. Und außerdem haben sie das Finale verschoben. Du kannst mit. Wir haben es Fred noch nicht gesagt. Ja, und der Vorsitzende kommt persönlich her, um zu sehen, wie es dir geht. Hallo, wie geht es dir denn? Wie schön, dich zu sehen. Was für ein Vergnügen. Er ist es. Er ist das flippige Phantom. Danke dir, Scooby-Doo. Du bist der mutigste Hund, den ich je gesehen habe. Scooby-Dooby-Doo!